Gut. Denn einen Augenblick lang dachte ich schon, wir reden über eine besetzte Maske! Können. Nein. Experimentieren Sie. Legen Sie los, Mann. Die Kopfschmerzen werden weggehen. Nein, das sind mehr als nur Kopfschmerzen. Es ist, als würde mir eine Kreissäge jeden einzelnen Gedanken durchtrennen. Wir sind keine Cowboys. Wir können nicht an Ihnen herumdoktoren. Die meiste Zeit kann ich nämlich nicht klar denken. Verstehen Sie? Wir können die Medikation erhöhen. Oh ja, die Medikation. Wir sind permanent dabei, neue Bereiche zu erforschen. Immerhin gibt es viele Menschen, die nicht den ästhetischen Gewinn der plastischen Chirurgie nutzen konnten wie Sie. Hier geht es nicht um Eitelkeit, Dr. Pomerance. Eitelkeit ist nicht das Thema, sondern wie man in der Welt funktioniert. Es ist meine Aufgabe, da draußen zu funktionieren. Passen Sie auf, ich habe das Geld und ich werde jeden Betrag zahlen. Dann erfinden Sie irgendwas. Improvisieren Sie. Man sagt, Sie sind der beste Gesichtschirurg in New York. Dann beweisen Sie es. Wir könnten was mit Ihrem Arm machen. Scheiß auf meinen Arm! Niemand hier nimmt Ihre Gefühle auf die leichte Schulter. Wir haben etwas für Sie vorbereitet, basierend auf der ersten Untersuchung. Das will ich sehen. Her damit. Es ist manchmal nützlich in der frühen Phase der Eingewöhnung. Es ist eine Gesichtsprothese. Wir haben 2 Wochen daran gearbeitet. Danke, Carly. Nicht zu danken, Doktor. Eine Gesichtsprothese. Als ästhetischer Ersatz funktioniert sie. Emotional und ganz konkret. Der Kunststoff in dem ästhetischen Schutz absorbiert UV-Strahlung und hilft bei der Regeneration der Zellen. Es ist also ein ästhetischer regenerativer Schutz. Das ist korrekt. Genau erkannt. Und der ergonomische Plattenschutz gestattet eine reflexartige Interaktion mit den Bewegungen Ihres Gesichts. Ah, ich verstehe. Es ist eine hilfreiche Konstruktion. Gut. Denn einen Augenblick lang dachte ich schon, wir reden über eine beschissene Maske! Es ist nur eine Maske, wenn Sie sie als solche betrachten. Oh nein! Sie ist toll! Damit schießt man bei Halloween den Vogel ab. Aber was ist mit den anderen 364 Tagen im Jahr? Meine äußere Erscheinung nahm wieder Gestalt an. Ich plante meine Rückkehr wie die Invasion der Normandie. Sophia, Sophia, Sophia. Sophia, Sophia, Sophia. Serena. Ich sag's einfach. Ich machte meine Hausaufgaben. Las jedes Memo. Thomas Tipp hatte recht. Die Menschheit würde wieder lesen. Thank you.